Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Echo Knight. In der letzten Folge sind wir mit dem Fahrstuhl wieder mal runtergefahren. Also wir haben das, was wir in der letzten Folge am Ende gemacht haben, nochmal gemacht. Weil ich halt dachte, dass ich irgendwas vielleicht eventuell übersehen habe. Habe ich aber da nicht. Und haben dort unten unseren Vater getroffen, der nicht mehr der ist, der er damals war. Also er hat halt irgendwie diesen roten Stein abgekriegt, dieses Messer, und ist seitdem eine andere Person. Und ja, wirkt ein wenig seltsam, verstreut, nicht. Es ist ja nicht so, dass wir ihn mal irgendwie anders erlebt hätten. Wir kennen ihn ja nicht anders, beziehungsweise eigentlich kennen wir ihn ja gar nicht. Aber unser Hauptcharakter redet ja nicht, von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass er, ja, er ist irgendwie komisch, zerstreut, und wir haben uns dann unten ein wenig umgesehen, haben dort wieder ein Sonnengemälde gefunden und haben dann endlich mal dieses gottverdammte Kometenbuch hingehalten. Also wir haben ja vor zwei Folgen in dem Kometenbuch gelesen, dass der Schwarze darauf wartet, dass jemand den Kometen an die Sonne hält, und das war einfach nur ein Indikator für das mögliche Teleportieren zu ihm. Also sprich, das war kein Masterplan von ihm, sondern so kommen wir halt zu ihm hin. Das ist eine Sache, die hätten wir eigentlich auch schon vor Stunden herausfinden müssen. Aber er gibt uns ja nur Gegenstände, Heilzeugs, und die brauchen wir ja nicht wirklich. Und mir hat ja keiner gesagt, wie ich das Buch lesen kann. Also ich kann im Allgemeinen, kann ich keine Bücher lesen. Ja, das ist ein Fakt. Der Deutschtest hat's bewiesen, die Deutschklausur. Und wir sind jetzt hier an einem Ort gekommen, wo jemand mit einem Telegrafen gespielt hat, und wir müssen anscheinend das nachmachen, beziehungsweise halt eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Tonart angeben, und haben hierfür die nötigen, die nötigen Codes. Vor allem, was ich noch gerne erzählen wollen würde, ist, das Spiel zeigt seine ersten Wirkungen. Ja, ich habe eben, habe ich mir ja hier, ihr hört das ja vielleicht, das ist mein Stift. Den hat man, glaube ich, am Ende des letzten Aufnahmetages auch gehört. Ja, ich habe mir so das Papier geholt aus dem Wohnzimmer, und an der Eingangstür ist gerade jemand vorbeigelaufen und ist irgendwie gegen unsere Tür geknallt oder so, hat da irgendeine Box nach oben getragen, und ich bin sofort zusammengezuckt. Ja, das Lustige bei diesen Horrorspielen ist nämlich immer, dass ich mich bei Horrorspielen hinstelle, wenn ich spiele oder mir das angucke auf YouTube, dann denke ich mir so, ja, Pustekuchen. Und wenn ich dann aber alleine bin oder so, dann greift mein Unterbewusstsein ein und dann kriege ich Schiss. Ja, aber gut, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal den Code an. Also erstmal müsste ich natürlich, also vielleicht geht's euch ja ähnlich oder so, ein paar von euch. Also ich finde es im ersten Augenblick gar nicht gruselig, aber wenn ich lang genug drüber nachdenke im Nachhinein, ja. CR. Ach Moment, ich kann ja nochmal raufklicken, da sehe ich das besser. Es ist CREA. Ja, und zwar C. Was habe ich gerade gesagt? CREA, ne? Genau. So, schreibe ich mir erstmal auf. CREA. So. Und jetzt schaue ich, was der Bullshit zu bedeuten hat. Da haben wir das C. Das wäre Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt. Ja, C. Da als nächstes das R. Punkt, Strich, Punkt. Punkt, Strich, Punkt. Das E sagt einfach nur ein Punkt. Und das A will Punkt und Strich. Ja, kurze Frage für die Kenner, für die Experten. Ist es so? Also machen die das wirklich so mit Strichen und Punkten? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja mal runterschreiben. Das Blatt hier wird verlost. Ja, wir machen demnächst ein Gewinnspiel mit unseren 0,5 Zuschauern, und da könnt ihr dieses Blatt gewinnen, und dann kriegt ihr das nach Hause und könnt euch freuen. Nein, what the fuck, ja. Wir geben das jetzt mal ein. Also, ja, einfach dann machen. Moment, einfach nur die Tasten merken, und zwar X und Dreieck, ja. Okay, los geht's. Ich hoffe, ich verhau das jetzt nicht. Thank you.
Ich hab's mit verhauen. Habe ich das jetzt nie miteinander verwechselt? C-R-E-A. C-R-E-A. Strich, Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt, 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 Punkt. Hä? Komm schon! Ich kann doch sowas offensichtliches nicht verhauen, oder doch? Dabei, bei C steht doch Strich, Punkt, Strich, Punkt. Bei R haben wir Punkt, Strich, Punkt. Bei E haben wir einen Punkt. Und bei A haben wir Punkt, Strich. Das Gerät funktioniert ja. So. X ist lang, Dreieck ist kurz. Ja. So, lang, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, 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 lang. Oder muss ich das schneller machen? Nee, geht gar nicht schneller, okay. Lang, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, 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 lang. Lang, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, 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 lang. Noch schneller. Strich, Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt, 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 Strich. Nee. Fuck it. Okay? What the fuck? Ja. Ach, scheiß doch drauf. Dann halt nicht. Ganz ehrlich. Vielleicht kommt der Geist jetzt auch und sagt, gut gemacht oder so. Nee. Ja, okay, gut. Dann später dazu mehr. Ich will jetzt nicht die letzte Folge, die ich heute hier wahrscheinlich mache, damit verschwenden. Dann schaue ich mich lieber noch woanders um. Hier gibt es ja sehr, sehr viel zu tun. Oh, guck mal. Da liegt einer. Also das ist jetzt wieder so ein schönes, großes Areal. What's that sound? Was ist das für ein Geräusch? It's coming from the control room. The demons. Es kommt vom Kontrollraum. Die Dämonen. Okay, also vielleicht sollten wir mal in den Kontrollraum gehen. Und so können wir ihm dann noch helfen. Da ist ja was, was ich wahrscheinlich... Werkzeugkasten. Oh, guck mal, es geht auf. Oh, das ist ja das, genau das Werkzeug habe ich gerade gebraucht. Das Werkzeug, die Werkzeuge, ja. Hab gerade überlegt, ob man das überhaupt in den Plural setzen kann. Ah. Gib mir mal die Werkzeuge. Ja, das passt schon. Ja, hier war ich noch nicht drin. Das ist auf. Gut. Hier können wir wieder mit dem Schwarzen reden. Ja, ich hab's ja jetzt kapiert. Ansonsten, wobei, ich schaue mich, glaube ich, nicht gründlich um, oder? Muss dran denken zu kriechen. Hier, vielleicht kann ich da unten am Waschbecken spielen und dann habe ich 100%. Und wenn ich das nicht machen würde, hätte ich nachher 99,9. Ne? Hier ist auch nochmal das, oder bewege ich mich im Kreis? Guck mal, hier ist was drin. Heilzeugs. Ja. Sehr, sehr schön. Also wer in diesem Spiel hier stirbt zu dem Zeitpunkt, der ist echt behindert. Würde ich mal meinen. Zumal, wie gesagt, könnten wir diese ganzen Astral-Obst dem Schwarzen geben und hätten dann noch mehr. Aber wahrscheinlich ist das sein Plan. Und das ist nicht gut, wenn wir dem helfen. So nach dem Motto, ja, wenn du die hingibst, bist du zwar dann gut im Spiel, kannst nicht so oft sterben, kommst dann gut voran, aber am Ende stellt sich dann heraus, dass du trotzdem verloren hast, weil du dem 80.000 gegeben hast. Davon, Moment, ich gehe mal nochmal rein. Gab's ja jetzt keinen anderen Weg. Oh. Nee, anscheinend nicht. Na gut. Bei Licht haben wir da jetzt auch nicht angemacht. Sicherheitshalber vielleicht mal anmachen. Ja, es ist schon an. Vielleicht hier noch ein anderer Lichtschalter oder so. Nee. Na gut.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder raus. Da hochklettern kann ich ja nicht. Ja, oder warte mal. Das ist der einzigste Weg, ne? Der einzige. Lalalalalala. Ja, genau. Okay. Was haben wir jetzt davon gehabt? Ein Heilzeug, glaube ich. So, ich habe keinen Plan, wo ich bin, aber gut. Hoffen wir mal aufs Beste. Mal sehen, was hier ist. Oder ist das der Rückweg? Ja, das ist, glaube ich... War da gerade ein Fisch? Ja, guck mal, Fischleinis. Moment, wir sind unter Wasser. Ja, klar. Wollte gerade sagen, nee, macht das noch Sinn? Ja, ich denke, das passt schon. Hier ist ja halt die Besatzung und so. Die müssen ja natürlich auch irgendwo unterkommen. Ja, das haben wir ja schon mal gehört. Nur, weiß nicht. Warte mal. Oder vielleicht muss ich das wäre aber auch behindert, wenn ich die Buchstaben anhand des Geräusches irgendwie orten muss oder so. Ich meine, man könnte das ja irgendwie mitschreiben. Aber dann würde das jedoch keinen Sinn ergeben. Das ist eine List of, ja, Mausecodes. Meine, man könnte das ja notfalls mal probieren. Ich habe das hier aufgenommen, also... Ich werde das einfach mal schauen. Ich muss ja dann eh, leider... 2 Tage wahrscheinlich Pause machen. Weil stromfrei und so, also werde ich dann mal... Wenn ich das bearbeite, einfach mal immer stoppen und mir einfach mal aufschreiben, was der da eintippt. Und dann... Moment, jetzt gehe ich doch schon wieder zurück. Und dann einfach mal nachtippen. Vielleicht ist es ja das Rätsels Lösung oder so, aber dann weiß ich nicht, was die Buchstaben da sollen. Das macht dir dann keinen Sinn, aber okay. Kann auch sein, dass ich jetzt hier schon überall war. Ich gucke lieber nochmal nach. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier war. Kann mich aber auch irren. Ja, das ist dasselbe, nur wie von der anderen Seite oder so vielleicht. It seems I have to use the numeric lock on the side to unlock the door. Es scheint, als müsste ich den nummerierten C-Lock-Schloss verwenden, um on the side to unlock, ja, um die Tür zu... Ach so, da ist ein Zahlencode. Ja, ich muss das natürlich aktivieren. Warte mal, oder ist der Zahlencode... Nee, also wenn das jetzt Buchstaben gewesen wären, hätte ich die Buchstaben da eingetippt. Okay. Da bei den Mausezeichen standen ja auch Zahlen. Also kann es auch vielleicht sein, dass er mir da gerade eine Zahlenkombination gesagt, zugewunken hat, gespielt hat. Und wie gesagt, ich werde mir das da mal aufschreiben. Er kann die Tür nicht öffnen. Wird ja wohl einen Grund geben, wieso der man das immer wiederholen kann. Also glücklicherweise kann man. Ich meine, ich hätte es ja so oder so auf Video, aber ich sage mal, für die Leute, die es damals gespielt haben, beziehungsweise die ihr Gelaber nicht aufnehmen, die können sich das ja mehrmals anhören. Von daher ist es schon in Ordnung. So, da ist wieder der Depp. Hier waren wir schon. Dann gehen wir mal einfach mal eins weiter, weil der kann ja eh nicht, ja, einfach mal zurückdrängeln. Du musst da nicht lang gehen, du warst da schon. So, ja, hier sind weitere Personen. Hi. What's with these lockers? Er hat so eine Frisur wie Paul aus Tekken. Was ist mit diesen Schlössern? Was damit? The combination to the numeric lock should be written in locker 4. Die Kombination für die Tür sollte geschrieben sein im 4. We won't be able to escape in time. We will all die. Im 4. Schließfach. Wir werden nicht rechtzeitig fliehen können. Wir werden alle sterben. Wie jetzt? Also wenn ich den Code eingebe, sterbt ihr alle oder was? Ist das jetzt eine Entscheidungsfreiheit? Da speichere ich lieber vorher nochmal, nicht, dass ich jetzt euer aller Untergang und so.
einschreite, das klang ja. Für mich war das eindeutig. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das war da unten. Speichere lieber nochmal nach. Immer sicherheitshalber nochmal speichern. So, genau, und jetzt die andere Seite. Aber wieso sollte alles in die Luft gehen, wenn ich das aktiviere? Aktiviere ich damit die den Selbstmord-Gulasch? Und das ist jetzt auch ein anderer Typ. Mit ähnlichem Haarschnitt. Ships are AB-23. The general radio is... Schiffe sind AB-23. Das übliche Radio ist... BA-13. No. BA-01. BA-13 oder BA-01. Sind das jetzt die Codes für die Mausezeichen vielleicht? Ich schreibe es mir einfach sicherheitshalber mal auf. Und dann vielleicht nochmal den ersten Blödsinn, den er da gesagt hat. BA-13. BA-01. It's useless. I won't be able to remember this. Es bringt nichts. Es wird mir nicht. Ich bin nicht gemacht. Ich kann heute nicht mehr übersetzen. Ich schaffe es nicht, mich an das zu erinnern. Okay, das erste bitte nochmal. AB-23. The general radio is. Das kann natürlich auch, ich dachte mir erst, okay, er sagt mir das, um mir zu helfen, aber das kann natürlich auch sein, dass das ein Auszubildender ist, der bei seiner Ausbildung gestorben ist oder so, der sich jetzt auf seine Prüfung vorbereitet. Die reden ja immer so ein bisschen von der Zeit kurz vor ihrem Ableben. Hier sind auch wieder Schließfächer, die will ich, Schließfächer. Die will ich aber jetzt nicht öffnen. Der Typ da im gegenüberliegenden Raum hat mir ein wenig Angst gemacht. Das speichere ich lieber vorher, nicht, dass ich jetzt irgendwie alle umbringe oder so. Ja. Jetzt noch den Speicherpunkt finde ich, glaube, das war auch hier, ja. Aber, Alter, nerv mich nicht. Mehr ist er dann auch, glaube ich, nicht, ne? Die anderen Türen sind ja verschlossen oder haben Tourette oder so. Speichern, speichern, speichern? Ich glaube, das war da hinten, ne? Kann man das von hier aus sehen? Nö. Ja. Mal schauen, ob wir das in der Folge hier noch schaffen. Aber es gibt auf... Hä? War hier nicht irgendwo... Speicherpunkt oder... Nee, also ich... Das war auf jeden Fall ein Raum mit einer Sonne. Da ist die Sonne. Wo ist mein Speicherpunkt? War hier nicht mal ein Speicherpunkt? Oder habe ich mir den eingebildet oder haben sie den weggepatcht? Okay. Irgendwo war hier doch ein Speicherpunkt. Warte. Links, rechts, was war hier nochmal? Waren das die Toilettenräume? Jap, hier war nicht. Gott, wo war denn hier ein Speicherpunkt? Oh. Falsche Drehung. Wobei war der Speicherpunkt hier vielleicht? Gott. Oder hier. Hier war, glaube ich, einer, ne? Ja, genau. Ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Anhaltspunkte. Ich würde es dann als erstes mal mit den, mit dem offensichtlichen Versuch mit den Schließfächern in der Hoffnung, dass ich nicht alle umbringe. Ja, als nächstes würde ich dann mal schauen, würde das in den Telegrafen piepsen, was er mir da gesagt hat. Vielleicht stimmt es ja auch nicht. Er kann sich das ja anscheinend nicht merken. Und dann nochmal in der Bearbeitung, während der Bearbeitung hören, was der Piepser denn... Vor allem, das ist ein bisschen schwierig, weil ich würde die Folgen ja gerne der Reihe nach bearbeiten und ich müsste dann bei Folge 4 anfangen. Und das ist ja hier Folge 30. Beziehungsweise in Folge 29 haben wir das ja schon gehört. Der dann einfach mal schauen, ob ich das irgendwie nachtippen kann oder so. Aber widmen... Oh. Da klingt das Handy. Ja, widmen wir uns... Komm, ich bin neugierig.
Wenn ich jetzt die richtige Abteilung finde, können wir uns das noch angucken. Aber ob ich das kann? Nee. Also, nee, im Sinne von, ich komme nicht durch den Deppen. Leider. War das hier? Ja, guck mal, hier beispielsweise Schließfach Nummer 4, hat er gesagt. Ach so, es geht nicht auf. Also nach dem Motto, ja, also früher oder später werde ich das machen, aber es geht nicht auf. Ja, da hätte ich einen Cliffhanger draus machen können, aber... Ja. So viel dazu. Und natürlich geht... Ach nee, das geht auch nicht auf. Ich dachte schon jetzt alles außer die 4, okay. Vielleicht meint er aber auch den anderen Raum. Also gehen wir da nochmal rein. Und dann scheint es ja alles darauf hinaus zu laufen, erstmal mich um den Telegrafen da zu kümmern, um Bullshit. Nummer 4 geht auf, aber der Rest wahrscheinlich nicht. Hier ist nichts drin, Bullshit. Na gut. Ja, ich gespeichert habe ich ja schon, ja. Leute, dann würde ich mal sagen, war's das für heute mit der Let's Play Echo Knight. Heute glaube ich auch wieder 11 Folgen oder so. Das hat sich aber jetzt nicht ganz so krass vom Fortschritt her angeführt, wie das gestern war, was jetzt nicht so schlimm ist. Es kann ja nicht immer bergauf gehen. Aber da waren heute schon so 2, 3 Stellen drin, wo ich mich ja einerseits ein wenig dumm gefühlt habe, aber andererseits das auch ziemlich behindert war, ja. Also das hier mit dem... Am besten war ja das mit dem Papageien und das mit dem, ja, mit dem Geheimgang da, mit der Luke da, dass ich mich da hinhocken musste. Das war schon ziemlich behindert und sehe ich nicht wirklich ein, ja. Aber, ja, anderes wie beispielsweise die Verfolgungsjagd da bei dem, ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal Massenmörder da auf dem Friedhof und, das Bücherrätsel waren recht amüsant, auch wenn ich zweites wieder nicht hingekriegt habe. Aber ja, das ist wahrscheinlich einfach nur hier wieder YouTube und so. Man hat, was heißt man? Ich würde es ja nicht verallgemeinern, aber ich setze mich ja manchmal so ein bisschen unter Druck und denke mir so, ja, wenn ich nicht alle 30 Minuten, sage ich mal, irgendwie Fortschritt mache, dann hasst mich jeder, aber... Zum Hassen muss man mich ja erstmal anklicken und das ist ja schon schwierig, weil man mich ja kaum findet. Wobei man sagen muss, dass das hier ja kein deutscher Let's Play hat, also das ist mir dann in dem Fall auch eine große Ehre, dass ich das euch dann näher bringen kann, den deutschen Leuten, ja, beziehungsweise dass ich dadurch mit diesen Leuten in Kontakt treten kann, die dieses Spiel hier gespielt haben und sich schon immer gefragt haben, wieso ist es nicht auf YouTube da? Aber dadurch entsteht natürlich auch wieder so ein gewisser Druck hinter, dadurch, dass man weiß, okay, das hat jetzt keiner Let's Played, versucht man auch alles richtig zu machen, aber ja, es ist blind und ich gebe mein Bestes und hoffe, ihr hattet heute wieder mal Spaß. In diesem Sinne, ja, schaue ich da mal beim Bearbeiten, was der Spinner da telegraftechnisch eingetippt hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.